Ein ganz herzliches Hallo hier auf dem Podcast, der sich mit den Themen Leadership, Management und Sicherheit aktiv und auch gerne mal ein bisschen provokativ auseinandersetzt. Heute sind wir hier mit einem Interviewgast und zwar mit dem Christian Oberleiter. Der Christian ist ein ganz toller Kollege aus Österreich. Ich grüße dich, Christian. Servus. Servus, hallo. Grüß dich. Dankeschön, dass du zugesagt hast, dass du hier heute mit mir und mit unseren Hörern und Zuschauern, die natürlich das Ganze auch auf YouTube sehen können, mal schauen, was das Thema Leadership, Management, Sicherheit bei dir so bewirkt, wo sich das betroffen hat in der Vergangenheit und auch vielleicht heute und in die Zukunft natürlich. Ich will dich gar nicht groß vorstellen, denn das können ja die meisten Personen besser selbst, wenn sie über sich das ein oder andere erzählen können. Und deshalb gleich hier am Anfang die Frage, Christian. Wenn du, sagen wir mal, wieder deine tolle Lebensgefährtin neu anwandelst und dann siehst du, hast du die Chance, nach Hause zu kommen zu deiner Schwiegermutter oder zu deiner zukünftigen Schwiegermutter und Schwiegervater und du müsstest diese natürlich jetzt von dir überzeugen. Jetzt kommt der Schwiegervater in spe auf dich zu und sagt, Christian, was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Wem soll ich denn hier als meine Tochter anvertrauen? Was würdest du da sagen? Ja, immer der Klassiker. Ja. Die erste Frage, was machst du denn beruflich und hast du überhaupt da Geld, oder? Ja. Genau. Ich bin Trainer und Speaker seit 5 Jahren. Also mein Thema ist Veränderung. Mhm. Change, auch Neudeutsch. Und den Fokus setze ich sehr stark auf Thema Führung. Ja. Das heißt, ich gehe zu Unternehmen hin und gebe einfach Impulse für Führungskräfte, die einfach zum Nachdenken anregen sollen. In unterschiedlichster Ausprägung, je nachdem, wer da sitzt. Was ich aber definitiv nicht will und was ich nicht mache, andere Menschen zu verändern. Also gibt es ja auch so, Trainer, oh, da will ich jetzt jemanden verändern. Mache ich nicht, kann ich auch nicht. Man kann Menschen grundsätzlich nicht verändern, das geht einfach nicht. Aber ich kann Impulse geben, die einfach zum Nachdenken anregen, die hin und wieder auch mal ein bisschen provokativ sein, ein bisschen außergewöhnlich sein. Und das erfüllt mich, ja. Wenn jemand sagt, ah, Christian, cool, habe ich einen tollen Tipp bekommen von dir und hast mir weitergeholfen, ja. Das ist das, was mich erfüllt und das ist, was ich als Person, als beruflich mache. Aber ursprünglich bin ich ja ein Kind des Tourismus. Ich komme aus einem ganz kleinen Bergdorf in Österreich, im Zillertal. Und das hat mich sehr geprägt. Ja. Auch die Berge und das Skifahren und wie fast bei jedem Österreicher. Als Tiroler kommst du eh nicht aus ohne Tourismus. Du bist ein richtiger Naturmensch. Ja, kann man schon sagen. Also ich hole mir viele, viele Parallelen raus und Metaphern aus der Natur. Man sieht viel, wenn man die Augen aufmacht. Und was auch spannend ist, und meine Mutter ist eine Holländerin, also bin zweisprachig aufgewachsen. Und das hat mir schon sehr geholfen, auch einen anderen Blickwinkel zu bekommen, ja, weil Holland doch ein bisschen anders ist. Nicht so viele Berge wie Österreich. Nicht so viel, aber wir haben viele holländische Touristen gehabt und das hat mich sehr geprägt, auch also diese zwei Sichtweisen zu sehen. Und da bin ich ja sehr, sehr dankbar dafür. Und so war meine ganze berufliche Karriere ursprünglich auf dem Tourismus aufgebaut. Ich war dann in der Hotellerie, ein bisschen im Ausland, auch in der Schweiz, habe in Genf gearbeitet, gewohnt. Und also was hast du denn in der Hotellerie gemacht? Also oder anders gesagt, wenn du jetzt sagst, du bist heute Speaker, Trainer, ja, du hilfst anderen Führungskräften mal die Perspektive zu wechseln. Natürlich wissen wir, dass es sehr viele Speaker und Trainer gibt. Da muss man sich ja irgendwie auch differenzieren. Und den Sprung hast du da ins Berufsleben gemacht, von der Schule dann in die Tourismusbranche, hast du gesagt. Genau. Also mein großes Ziel war ja, Hoteldirektor zu werden. Das wollte ich mal werden. Okay. Also der große Chef eines typisch österreichischen Berghotels oder Wellness-Tempel oder was war denn da so deine Vision? Ja, das hört man ja sehr oft auch in der Ausbildung, schon in der Tourismusausbildung. Es gibt viele österreichische Hoteldirektoren, die sehr beliebt sind, weil sie einen hohen man sagt ihnen nach, sie hätten einen hohen Servicegedanken. Ja. Und so habe ich immer in großen Kettenhotels angefangen, bei großen Marken, ja. Also sei es Interconti, Marriott oder Kempinski. Das hat mich irgendwie fasziniert, diese Welt, ja. Und ich habe natürlich ganz unten angefangen, also in der Bar und im Restaurant und im Roomservice und all die Dinge. Das habe ich sehr viel gelernt in dieser Phase, weil man weiß wirklich, wie es an der Basis funktioniert. Nur irgendwie bin ich nicht weitergekommen. Ich war immer zur falschen Zeit, am falschen Platz. Und dann bin ich bei der Tirolwerbung gelandet. Das ist natürlich ein mega toller Job gewesen, wo ich dann auch viel Verantwortung bekommen habe, viel herumgereist bin. Und über die Tirolwerbung kam dann der Sprung zu Swarovski. Also da war ich dann 12 Jahre lang tätig, auch im Marketing.
bin die ganze Welt herumgereist auch und schlussendlich dann in die operative Führung gewechselt und habe dann 300 Mitarbeiter führen dürfen. Und 300 bin Mitarbeiter? 300 Mitarbeiter waren das schlussendlich auch, ja. Und damals bin ich dann sehr stark in das Thema Sicherheit reingekommen. Ja. Ich musste als Führungskraft, als Director Operations viel mit Sicherheitsfachkräften zusammenarbeiten, sicherheitsverantwortlichen Personen und das waren dann schon spannende Diskussionen, die wir da gehabt haben. Aber gute Diskussionen, da kann ich, habe ich sehr viel mitgenommen aus dieser Zeit. Und es war ein gigantisch tolles Unternehmen. Ja, das ist ja schon recht interessant. Also das heißt, du hast mal ein Ziel gehabt, Direktor zu sein von einem großen Hotelbetrieb und bist da in der Tourismusbranche dann langsam über Tourismus-Hotelbranche dann zu Swarovski gekommen. Ist ja auch ein internationaler Player, sage ich jetzt mal, bekannt für seine großen und glitzernden oder kleinen Steine, sage ich das mal so. Und wie bist du denn gestartet? Also deine Ausbildung selbst hast du im Hotelbetrieb als Lehre oder hast du da ein Studium gemacht oder wie stellt man sich das vor? Ja, eigentlich in Tirol gibt es, also in Österreich gibt es eine Handelsakademie, es war eine Wirtschaftsschule, da habe ich dann mein Matura oder Abitur gemacht und dann habe ich ein Tourismus-College gemacht, also 2 Jahre aufbauend, die touristische Ausbildung zu haben und dann bin ich gleich losgelegt. Ich wollte nicht studieren, ich wollte gleich loslegen. Aber irgendwann, so in der Zeit, wo ich bei Swarovski dann war, habe ich dann schon gemerkt, hallo, da fehlt mir noch was. Und ich habe dann nachgehandelt. Ich war in München bei der Bayerischen Akademie für Werbung und Marketing. Dann war ich bei der Steinbeis Hochschule in Berlin. Da habe ich einen Bachelor gemacht und schlussendlich auf der WU in Wien mein MBA nachgeholt. Und bezeichnenderweise die Master Thesis habe ich über Transformation im Unternehmen geschrieben. Also hat es so ganz gut gepasst. Aber es war das permanente Lernen ist einfach etwas, was mich begleitet und das mache ich auch nach wie vor so. Ich habe Trainerausbildungen gemacht und mache jetzt eine Coaching-Ausbildung, weil es einfach alles, weil ich es brauche und weil es mich interessiert. Man kommt ja immer in den Punkt, wo man sich selber weiterbilden muss. Ne? Wir wollen ja hier keine Werbung machen in dem Sinn, aber jetzt, was dich und mich jetzt hier verbindet, ohne dass ich das gewusst habe, ich habe ja auch bei der Steinbeis studiert. Ah, ist interessant, ja. Genau, und du als Österreicher und ich als Schweizer, na, dann soll das ja auch mal was Gutes haben, ne? Ja, ja. Aber es ist schon so, wie du sagst, also die Geschichte, dass man irgendwie merkt, man will loslegen. Jetzt ganz kurz vielleicht bei mir, ich habe ja auch eine Lehre gemacht, habe dann direkt gesagt, ich will ins Berufsleben starten, weil ich war ja zuvor ein Jahr im Gymnasium und habe dann gedacht, nee Mensch, noch 7 Jahre Schule und dann noch 4 Jahre studieren, das hält mein Kopf nicht aus. Und habe dann gesagt, ich will was Produktives haben, ich will was erschaffen, was machen. Und habe ja dann die Lehre gemacht. Und irgendwann später, wie du sagst, holt es dich dann vielleicht ein oder du merkst irgendwie, du kommst nicht weiter, es steht dir irgendwie was, eine Türe geht nicht auf, die aufgehen sollte und habe dann wirklich mit 40 noch angefangen zu studieren. Und bei dir ist ja auch so, dass du ja sogar bei der WU dann dein MBA gemacht hast, damit du dann bei Swarovski, denke ich mal, da warst du dann schon bei Swarovski, wirklich gut durchstarten kannst. Ja. Also so der Wendepunkt. Wieso bist du denn von der Tourismusbranche zu Swarovski? Das würde mich noch interessieren. Ja, Swarovski hat ja auch eine touristische Orientierung, die Swarovski Kristallwelten. Das ist eine der meistbesuchten Erlebniswelten Österreichs oder Ausflugszielen. Das ist in Innsbruck, gell? Das ist in der Nähe von Innsbruck in Wattens, genau, am Stammsitz sozusagen. Mhm. Das war so mehr oder weniger die Mischung zwischen Handel, Tourismus und Industrie. Und das war natürlich sehr faszinierend, 3 Branchen in einem Unternehmen zu haben. Weil die Produktion war ja auch in Wattens und wir waren ja auch ein touristisches Ausflugsziel, ja. Okay. Wo die Menschen diese Marke Swarovski auch erleben konnten und da waren natürlich Menschen aus der ganzen Welt da und unterschiedliche Charaktere und das war mega spannend, die Zeit, wo ich unglaublich viel mitnehmen habe können. Ja. Also auch 12 Jahre. Was 12 Jahre? 12 Jahre war ich da drinnen, ja. Tja. Wow. Ja. Und wie kommt es denn, dass man nach 12 Jahren... Da fragen mich so viele, ja. Warum verlässt man ein Unternehmen am Gipfel seiner Karriere, also am Zenit, ja, ich habe eine super Karriere gehabt. Lass mich raten, du konntest keine Steine mehr sehen. Nein, ja, ganz im Gegenteil, ja, das ist ein faszinierendes Produkt heute noch. Aber das ist bei vielen Menschen so, irgendwann kommt der Punkt, ja, da fragst du dich, ja, war es das jetzt? Willst du jetzt da bleiben noch bis zum Schluss oder willst du dann doch noch dein eigenes Ding machen? Und da braucht es natürlich auch ein bisschen Mut dazu und im Hinterkopf ist es immer geschlummert, ja, irgendwann war es selbstständig. Ich habe mit vielen Selbstständigen dann zusammengearbeitet,
als im Angestelltenverhältnis. Und der Drang ist dann so groß geworden, dass ich gesagt habe, na, jetzt mach's, ja, mach's jetzt. Und ich habe dann doch relativ überraschend für viele gekündigt. Der innere Ruf kam da einfach raus, jetzt geh. Und da hat es ja nicht irgendwo ein Thema gegeben, wo ich gesagt habe, boah, da hat es was gegeben, da, überhaupt nicht. Und ich kann mich noch genau erinnern, ein Arzt in Wien hat mir mal gesagt, das ist eher ein älterer Arzt, da habe ich einen Tinnitus gehabt. Sagt er, ja, Herr Oberleiter, Sie kommen jetzt in eine Phase als Mann, wo man so quasi nochmal durchstartet. Und die haben dann ausgelacht, so, hey, ich bin mitten bei Swarovski, ich gebe Gas, ich mache da Karriere. Und da muss ich mich heute zurückerinnern, der Zeitpunkt ist tatsächlich gekommen, ja, wo ich gesagt habe, wow. Jetzt, wie alt warst du da? Ja, es war 5 Jahre, also um die 40 rum, ja. Das ist schon interessant, ne, dass man so als Mann um die 40, früher hat man ja Midlife-Crisis gesagt, oder so, einfach noch mal, kann ich noch was reißen, geht es noch irgendwo hin mit mir, bringe ich noch was, oder eben die Gedanken wieder zurückgehen, wo sie eigentlich mal hergekommen sind, und sagen, du, ich wollte eigentlich einen ganz anderen Weg einschlagen, oder ich hatte eigentlich eben früher mal das Bedürfnis oder den Wunsch, das und das zu werden. Also das heißt, dein innerer Ruf hat gesagt, es genügt nach 12 Jahren, genau, im internationalen Konzern mit 300 Mitarbeitern. Und das ist ja interessant, das wäre so, gerade so eine gute Überleitung ins nächste Thema rein. Und zwar das, was dich ja heute erfolgreich gemacht hat oder dazu mal als Manager in einem großen Konzern und heute jetzt als Speaker, Trainer, weil du ja schon 5 Jahre auf dem Markt auch bist und international da dein Netzwerk nutzen kannst und darfst. Welche Eigenschaften von dir, würdest du sagen, hat den Erfolg ausgemacht? Weil das kann ja nicht jeder oder will vielleicht auch nicht jeder. Aber was braucht man dazu? Was sind deine Eigenschaften? Ja, im Endeffekt, ich habe mir das öfters die Gedanken gemacht darüber, was war es denn eigentlich? Und rückblickend kann man das ein bisschen besser reflektieren. Damals habe ich das selber gar nicht gewusst, warum. Ihr habt noch ein Gefühl gehandelt, ja. Aber es sind 3 Dinge im Endeffekt. Das ist eines, ist, was mir oft nachgesagt wurde, das habe ich damals gar nicht so gesehen gehabt. Viele Kollegen haben gesagt, Christian, du bist ein Macher. Wenn du was anfängst, dann machst du es. Und ich habe das einfach durchgezogen immer. Ja. Ich habe da nicht lange herumgefragt und habe es dann gemacht. Das ist eine Eigenschaft, die ich in vielerlei Hinsicht auch habe, auch im privaten Bereich. Wenn ich was anpacke, dann führe ich es aus, ohne zu denken und nicht irgendwann, ah, das soll ich doch nicht machen und hin und her. Also das hat mir sehr geholfen. Also du hast keine Zweifel, du legst einfach los, du hast einen Gedankenimpuls und denkst so, das wär's, kurz drüber nachgedacht und dann, jetzt geht's los? Jetzt geht's los, ja, wobei natürlich fällt mir auf die Schnauze auch ab und zu. Ja. Ist jetzt, manche sagen schon, Christian, schlaf halt mal eine Nacht drüber oder was, aber wenn ich mal irgendwas angefixt bin, dann muss ich das durchziehen. Ja, okay. Und das war der Fall und das hat mir aber in vielen Bereichen viel weitergeholfen, weil ich kenne andere Kollegen, die hadern die ganze Zeit. Die sagen zwar, oh, ich würde ja auch gern mal, aber ich traue mir nicht so richtig oder da fehlt noch irgendwas. Ich höre sehr viel auf mein Bauchgefühl. Was hindert denn andere daran? Wenn man jetzt dich vergleicht zu anderen, oder? Ich denke mal, du hast ja nicht nur mit dem unteren Management geredet, sondern du hast mit vielen Selbstständigen geredet, mit Geschäftsleuten natürlich und mit großen Top-Managern auch. Was hindert denn andere, das so zu machen, wie du das sagst, ist einfach mal loszulegen? Sicherheit, ganz klar. Also das, okay, das Thema Sicherheit, ein gesichertes Einkommen zu haben, ein sicheres Umfeld zu haben, man hat sich ja was aufgebaut und das auf einmal wegzuschmeißen, du musst ja was loslassen, ja, wenn du was Neues machst. Mit Ballast kannst du nicht steigen. Aber es ist ja eine vermeintliche Sicherheit, wenn ich es so wahrnehme, weil Manager kann gekündigt werden, oder ein Mitarbeiter von dir baut einen Blödsinn, und dieser Blödsinn kommt raus, wird international in den sozialen Medien zu einem Shitstorm, wie man so schön sagt, und dann bist du weg, weil irgendein Kopf muss rollen und dann ist es mit deiner Sicherheit ja auch vorbei. Ich meine, Sicherheit ist ja die Illusion, ist ja Illusion im Kopf. Ja? Hundertprozentige Sicherheit kannst du ja nirgends haben, nie haben. Und ich stelle mir mal die Gegenfrage, ja, wovon hast du Angst? Wir leben in Österreich. Das ist eines der Länder, das mit dem höchsten Sozialstandard. Also da kann dann nichts passieren. Was soll denn passieren? Unter der Brücke schlafen, nichts mehr zum Essen. Ich habe Eltern, die, viele von uns, die haben Eltern, die einfach einen finanziellen Background liefern könnten, die fangen die ja auf. Ja. Natürlich gibt es auch viele bei uns, die das nicht können. Kein Thema.
Ja, das weiß ich auch, aber das, viele Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, bei denen war das bei Weitem nicht der Fall. Da kenn ich, ja. Also da wäre das Netz rundum wäre eigentlich noch da, das Ei wäre noch gut gelegen, wäre gut aufgefangen worden, aber trotzdem hindert es einem da, den Sprung zu wagen. Also du hast gesagt, so, du bist ein typischer Bauchmensch, der innere Trieb, der war da, dann geht es los, so nach dem Motto, jetzt will ich das machen, jetzt habe ich mir da irgendeinen Floh geholt, jetzt beißt er zu und jetzt ab geht's. Was ist noch so eine Eigenschaft, die du als vielleicht aus dem Beruflichen oder aus dem Privaten hast, dass du sagst, das hat mich erfolgreich gemacht in der Vergangenheit? Ja, eben, das war das eine, das Machen, was ich gesagt habe. Das zweite ist eben, Durchhaltevermögen zu haben. Ja? Du brauchst einen langen Atem. Speziell, das brauche ich dir nicht erzählt, wenn du Trainer wirst oder Speaker wirst, die ersten paar Jahre, da kommt nicht viel. Ja. Ich habe mir zwar erhofft, dass es dann mein Netzwerk mich dann schneller bucht, wie ich gedacht habe. Das war nicht der Fall am Anfang. Am Anfang dann schon. Also du brauchst einen langen Atem dazu und die Zähigkeit, die habe ich mir, ich glaube auch aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kindheit geholt. Wenn du in den Bergen wohnst, gell, musst, wenn du was erleben willst, musst du irgendwo raufgehen. Ja. Unten, da lebst du nichts. Und ich habe in meiner frühen Jugend aktiv Berglauf betrieben, das auch so semi-professionell gemacht und da habe ich auch eine gewisse Zähigkeit bekommen. Und das hilft mir schon halt enorm. So. Aber die Zähigkeit, das Durchbeißen, sage ich jetzt mal aus dem Sportlichen, das hört man ja noch häufig, vor allem auch aus dem sportlichen Bereich. Ja, also man kommt an eine Grenze, es tut weh, die Muskeln tun weh, der Kopf will aufgeben, der Körper mag nicht mehr. Und dann motivierst dich oder peinigst dich selber noch und sagst, jetzt halte durch. Das sind ja körperliche Schmerzen. Ne? Mhm. Aber selbstständig, so Topmanager bei Swarovski, dann, das ist ja mehr so ein psychisches Ding, also da kannst du ja nicht sagen, ich habe das trainiert. Ne? Ich hab, oder gibt es da auch so Dinge, wo du sagst, okay, beim Berglaufen, da geht es hoch, das trainierst du, da wirst du immer besser und jetzt hast du gleichzeitig gesagt, am Anfang war es ein bisschen schwierig, das so umzusetzen, weil nicht die Aufträge kamen, wie sie sollten oder wie man es angedacht hat. Das machst du ja nicht 3, 4, 5, 10 Mal und sagst schon beim 20. Anlauf zur Selbstständigkeit klappt es dann. Also da musst du eigentlich Vollgas geben vom ersten Moment weg. Ne? Naja, du musst da ein gewisses Urvertrauen haben. Das gehört dazu. Und das habe ich beim Laufen auch so gehabt. Und das ist nicht nur körperlicher Schmerz, das ist auch psychischer. Also wenn du oben, wenn du auf 2000 Meter bist und du bist am Anschlag körperlich, da brauchst du Psyche, da brauchst du psychische Härte, und, dass du weitergehst. Sonst bleibt ja jeder Mensch normal stehen. Die fragen ja alle, die haben ja einen Vogel gezeigt, was macht denn der da? Ja, ist ja nicht normal gewesen. ich habe ja 15 Kilo weniger gehabt wie heute. Also, ja. Aber das habe ich ganz stark gesehen. Also, das hängt zusammen, Psyche und Körper. Und im beruflichen Hinsicht ist es sehr ähnlich. Wurde das dir von klein auf mitgegeben? Denkst du, das Durchhaltewillen, der sportliche Ehrgeiz, der Biss als Österreicher, vielleicht sage ich jetzt mal ganz salopp, ein Junge aus dem Bergland, die Natur noch ziemlich nah, gibt es da etwas, was dir mitgegeben wurde von klein auf oder ist das etwas, das du dir selbst antrainiert hast? Na sicher, die Umgebung prägt uns ja am massivsten, ja, also vor allem in dem Kindesalter. Mein Papa ist halt viel mit unseren Gästen auf den Berg gegangen und hat mich mitgenommen. Ah. Ich wollte halt immer der Erste sein oben, ja, das war so mein Anspruch. Und das habe ich lustig gefunden, wie die Erwachsenen einfach so als 7-jähriger Junge links liegen habe lassen, vom Berg aufmarschieren. Ja. So flankern die Holländer. Hey, was macht denn ihr alten Säcke da unten? Entschuldigung, der Ausdruck. Ich bin schon lange hier oben angekommen. Ne? Also das heißt, im spielerischen Kontext hast du da schon gelernt, wirklich Gas zu geben, vorwärts zu machen, die Strapazen auf sich zu nehmen, aber wirklich mit Spaß. Also das heißt, mit einer gewissen Begeisterung dabei und nicht, ich muss jetzt mit Bergwandern oder steigen ist ja nicht wirklich, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern Bergwandern, oder? Ist ab trotzdem anstrengend, also absolut, absolut. Ja, aber das Schöne ist, beim Bergwandern und beim Bergsteigen, egal wie man es benennt, du siehst den Erfolg schnell. Ja? Wenn du oben bist, schaust du runter und sagst, wow, das habe ich geleistet in dieser Zeit, mega. Das hast du beim Bahnlaufen nicht, wo du 25 Mal die Runde laufst. Natürlich hast du die Zeit, siehst auch, was du gemacht hast. Aber ich finde es faszinierend eben, man sieht die Erfolge. Und das ist auch die Metapher, die ich rübernehme ins Business.
mach die Erfolge sichtbar. Und wenn du als Führungskraft die Erfolge nicht sichtbar machst, dann wird irgendwann einmal die Motivation deiner Mitarbeiter leiden darunter. Du, das ist ein tolles Thema. Entschuldigung, wenn ich jetzt gleich reingrätsche, aber das ist wirklich ein tolles Thema, weil das Rundenlaufen, wie man es ja kennt, so 400 Meter Bahn, Tatarbahn, also einmal um, zweimal, das braucht ja fast mehr, sage ich jetzt mal ein bisschen provokativ, ein bisschen mehr Durchhalte, Willen und Biss, weil du eben keinen Erfolg siehst, sondern du kannst ja, wenn du noch Glück hast, kannst du überhaupt noch selber die Runden zählen und hast nicht schon abgestellt, war es Runde 12 oder Runde 13 oder habe ich nur erst 10, so in dem Stil. Und wenn du ja nach oben gehst, dann siehst du den Erfolg. Und ich denke, gerade das ist ein großer Aspekt, viele, die in ihrem eigenen Hamsterrad sind, in ihrer täglichen Routine, die sehen gar nicht mehr, was sie geleistet haben, bis sie es verlieren oder bis sich etwas ändert. Ne? Also das heißt, das ist bei dir so ein Trigger, den du setzt als Speaker oder als Trainer, den Menschen aufzuzeigen, hey, schaut mal zurück, was ihr erreicht habt und nehmt mal eine andere Perspektive ein, dass ihr seht, was überhaupt, wo ihr steht, sage ich jetzt mal. Ne? Ganz wichtig, wir vergleichen uns ja häufig mit anderen, ja, die aber natürlich andere Voraussetzungen haben und das zieht einen auch runter. Natürlich macht Vergleichen schon einen Sinn im Sport, im Leistungskampf willst du ja, wenn du Erster werden willst, musst du dich vergleichen mit deinen Mitbewerbern. Ja. Aber vergleich dich mit dir selber. Wo bist denn du vom Jahr gestanden? Und wo stehst du? Das ist die Motivation. Daher kommt, wenn du da zurückblickst, denke ich, Wahnsinn, was ich da auch im Sport damals geleistet habe. Übrigens, mein einziges Rennen auf der Bahn, das war die 10-Kilometer-Meisterschaften in der Schweiz, Schweizer Meisterschaft, bin ich mitgelaufen. Und da bin ich glaube, ich bin so 17. geworden oder was, oder 15. Aber ich wurde halt überrundet x-mal, ja. Und das war frustrierend. Aber ich habe eine mega gute Zeit hingeknallt damals. Ja. Aber es hat mir null Spaß gemacht. Null. Du, die Schweiz ist so klein, da kannst du nur im Kreis laufen. Die sind sich gewohnt, die Schweiz im Kreis zu laufen. Nee, wir haben natürlich auch Berge, so ist es ja nicht. Ja. Also das heißt, wenn wir das nochmal kurz reinnehmen, auf der einen Seite die Disziplin, der Durchhaltewillen, gell, und das Erste natürlich auch selbst voranzuschreiten, loszulegen, einfach mal zu machen und nicht so fest rumzustudieren oder nachzudenken. Ne? Und wenn du jetzt so, wenn wir jetzt da so rumgehen, du hast es erwähnt, du hast auch mit Sicherheit zu tun gehabt, also gerade bei diesem großen Konzern, war ja das Thema Sicherheit sicher ein großer Aspekt. Und wenn, das ist ja nicht immer ein angenehmes Thema. Ne? Also wir haben es jetzt gehört, etwa im privaten Bereich oder sich selbstständig zu machen, sich zu lösen von etwas vermeintlich Sicherem, was man das Gefühl hat, das kann mir nicht genommen werden. Das ist ja ein großer Aspekt für viele erwachsene Menschen. Sie haben irgendwelche Verpflichtungen, sie haben irgendwelche Vorstellungen und denken, das muss ich jetzt so lassen, es darf nur nach oben gehen, nicht nach unten, aber dass man vielleicht auf der gleichen Ebene mal Perspektive wechseln kann und was anderes machen. Wie sieht es denn so aus? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Oder was würdest du heute Menschen, Managern, Unternehmer, vielleicht auch Selbstständigen auf den Weg geben, wenn es darum geht, unangenehme Themen in Veränderungsprozessen anzustoßen. Also was heißt das, was kann man von dir lernen oder was würdest du denen weitergeben, jetzt nicht nur als Speaker, Trainer, sondern einfach aus deinem Erfahrungsschatz raus, das zum Beispiel das Thema Sicherheit, Unternehmenssicherheit. Wie hast du das erlebt und wie hast du das positiv beeinflusst oder mitgetragen? Ich war immer in diesem Spannungsfeld drinnen. Ja. Also Sicherheitsauflagen zu erfüllen, vor allem wenn du Führungskraft bist, schlussendlich dann von 300 operativen Menschen. Das ist schon eine Challenge gewesen, weil mein Erfolgsrezept war immer, und das gebe ich auch immer weiter, das gilt für jeden Change-Prozess, bring die Leute ins Boot rein. Lass sie von Anfang an teilhaben an dem Ganzen. Sie müssen die Dinge ja auch verstehen. Es macht keinen Sinn, wenn ich mal in meinem eigenen Kämmerchen hier was ausschnaps mit meinen Sicherheitsbeauftragten und dann irgendwann sage, so muss ich es machen. Also natürlich geht es nicht immer, aber das ist die Wichtigkeit ist, den Menschen immer wieder zu informieren drüber und sie reinzuholen und ihre Meinung vor allem anzuhören. Umsetzen, entscheiden muss sowieso ich als Führungskraft oder die Sicherheitsperson dann.
Wie hast du das gemacht? Also du kannst ja nicht 300 Leute informieren, du führst ja auch nicht direkt 300 Leute. Hast du das einfach mit all deinen Bereichs- oder Abteilungsleitern gemacht oder wie muss man sich das vorstellen? Was für Erfahrungen hast du da? Na, ich habe da auch immer wieder mal gefragt, es gibt da ein Meeting, wer will dabei sein, wer kann sich einbringen. Weil viele wollen ja eh nicht. Ach, okay. Manche kommen dann her und setzen sich hin und sagen, ja, meine Meinung ist das und das und das und sollte man nicht und könnte man doch. Und da kommen oft ganz interessante Aspekte zum Vorschein, die ich als Führungskraft oft gar nicht weiß, weil sie drei Hierarchien unter mir unten stattfinden. Wenn der mir das sagt, das muss ja nicht nur ein Meeting sein, das kann auch mal ein Mittagessen sein. Ja, also manche haben gesagt, Christian, du bist jetzt Führungskraft und kannst jetzt auch nicht mit jeder Verkäuferin Mittagessen gehen. Sag ich, warum nicht? Why not? Why not? Gut, wenn es dann nur die Frauen sind, dann wird dann da wahrscheinlich wieder etwas am Ruf herumgenagt. Aber ja, warum nicht die Basis mit einbeziehen? Absolut ein gutes Thema. Die Basis ist ja auch der Bereich, der es umsetzen muss.